Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Dann haben wir natürlich in der zweiten viele Dinge probiert. Dann ist Konstanz ein bisschen wieder zurückgekommen, aber am Ende haben wir es wieder, so sage ich mal, locker rübergebracht. Also der Sieg ging nicht in Gefahr. Und ich glaube, wir haben heute vieles auch gesehen, woran wir noch arbeiten müssen. Natürlich ist das Vorbereitung. Wir sind wirklich nicht nur müde, sondern auch kaputt. Aber so, das soll auch so sein. Und jetzt, glaube ich, haben wir noch 2 Wochen, uns taktisch zu steigern, die Physik ein bisschen, jetzt den physischen Teil des Trainings ein bisschen runterzunehmen. Und ich glaube, dass wir gut dann vorbereitet sein für das erste Spiel sind. Ja, am meisten haben wir mit der wirklich die Physik gemacht, die Kraft, Ausdauer, Sachen. Das ist natürlich immer schwer, dann ist man natürlich immer platt, aber wie gesagt, das muss sein. Und ich glaube, alle haben wirklich super gearbeitet und ich glaube, dass wir auch topfit sind für das erste Spiel. Ja, wir haben noch ein Spiel gegen Erlangen. Da werden wir vielleicht noch ein paar andere taktische Sachen probieren, dass wir in diesen 2 Spielen wirklich auch alles rausprobiert haben. Und ich glaube, jetzt fangen wir auch mehr mit der Taktik an und ja, wir nehmen vielleicht ein bisschen Gas raus mit den Laufen und alles, dass wir ein bisschen wieder Frische kriegen. Und ja, ich glaube, dann sollte es auch passen.